Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu The Culling Random Team. Oh, mal gucken. Nein. Den kann ich hier drauf. Obwohl, das ist Stein hack ich dir die Fresse kaputt. Remember when your mother used to rock you to sleep every night until you graduated? Well, you just rocked them to sleep permanently. Mit einem Scheißstein, Junge. Mit einem Stein. Ich sag's dir nochmal, mit einem Stein. Mehr brauche ich für dich nicht. Und warum ich da schon wieder ihn nicht schubsen konnte. Also die haben irgendwas an den Hitboxen gemacht, als sie mit dem Dingspatch, mit dem Blockpatch. Das ist so richtig elend. So, ich mache jetzt hier nochmal die klugen Zungen hier, geh weg. Ich habe ja eigentlich gehofft, ein bisschen was Anständiges zu finden. Kisten oder so, oder dergleichen. Ah. Ich glaubte auch, hier läuft jemand rum. Ach ne, könnte ich ja mal... Mein Kollege ist 370 weg. Weiter als am Anfang. So. Hoppa. Waren zwei. Ich komm wieder! So. Viel wichtiger ist. Ich bringe Leute mit. Du sollst nicht den Boden vögeln, wenn ich dich sehe, sondern Attacke machen. Aufhören, mich zu verprügeln, danke. Your buddy killed someone else with a melee weapon. Hooray for you guys. Oh.
See you later, Starvy. See you later. Prepare your nostrils for the Chokening. If you get to the center arena first, you can flood the island with an excessive amount of gas. Nothing exceeds like excess. Everyone will say hello to your little friend, Chokane. If they get addicted, it won't be for long. Have a choke and a smile in the Chokening. Ew, that's a lot of blood. Blunt weapon kill. Nice kill. Remember to sharpen your axe. We don't want the blade to get dull. Kann das eigentlich sein, dass mein Kollege mir in diesem ganzen Teil mehr Schaden zugefügt hat als alle anderen? There's an axe murderer on this island. It's your best friend. Hooray for your team. So. Mache ich hier mal Body Armor. Den guten. Und dann geht's weiter. Boah. Das nervt, der hat gerade in Stealth drin. Ich höre ihn jetzt auch nicht mehr. Was just beaten to death. You people are savages. Da, 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 da. So, was mit dem feinen Bogen. Und dann geht's weiter. Ja, mach nicht so einen Hacker. Ich bin 50 weg, Alter. In der Zeit kriegst du 2 Schläge und dann ist Feierabend. Oh no, it's a trap. Es geht gerade, weil... you
Natürlich, ich folge dir, Schatz. Noch 3 Teams. Wir haben 7 Kills. Dabei, Schätzlein. It's time to play Loot Express. In 2 minutes, a random package will be delivered to Culpepper Outfitter. Shit. Ne. Was soll ich dazu sagen? Trifft der Junge einmal mit einer beschissenen Pistole. Ah, komm, der Schuss war nice, oder? Der möchte noch seinen Drop haben. Warum holzen denn nicht in der Mitte? Alter, du rennst zu weit vor und ich will mir noch eine Body Armor machen und will noch eine Gasgranate und... Okay. Sicher, weil das Ding ist, ich hätte gerne noch einen OJ. Wir haben beide einen. Na geil. Alles klar. Er hatte anscheinend auch den Piraten-Airdrop. 2v2. Wir schauen mal nach einem OJ. Kann er recht haben, Green? Union. On my way, my little friend, on my way. Oh!
Shrimps. Aber nur die einfache, gecraftete Sorte. Jetzt willst du mich veralbern. Wisst ihr? So, mein Lieben. 7-4. Hier gibt's mal ein GG dafür. Elf geht's, meine lieben Freunde. Was soll ich dazu sagen? Absolut durchgestiefelt. Und sogar den guten Starvi, der hier immer mal gut vertreten ist in den Kommentaren, haben wir leider zerschnetzelt. Ja. Ich glaube, es war der zweite Kill. Das war The Culling Random Team mit dem Chefkoch. Den ich aber nicht sehr lange behalten habe, weil andere Leute einen besseren Airdrop haben. Darum geht es ja eigentlich. Wenn ihr mit dem Airdrop spielt, mit diesem hier, Early Kills, darum geht es. Also frühzeitig die ersten Kills holen, Money machen, richtig hart. Wenn es geht, eurem Kollegen natürlich den Loot lassen. Also die Kohle lassen, damit er seinen starken Airdrop, weil die meisten spielen halt auf starke Airdrops. Guck mal, wir haben jetzt die zwei Leute hier hatten den Piraten-Airdrop. Also mein Kollege und die anderen. Obwohl ich glaube, dass die anderen zu diesem Zeitpunkt eher einen Random-Airdrop gekriegt haben. Ich weiß nicht, was Event war, aber das war zu früh eigentlich. Als dass man 325, außer natürlich, die haben wirklich hart im Team gespielt. Und mit Moneybag und den gesamten Loot auf eine Person. Dann ginge das, ja. Also zwei Häuser und einer nimmt hier den ganzen Loot mit für den anderen. Dann kann man das machen. Bringt nur nichts, wenn ich ihm die Knarre aus der Hand schlage. Ja, so. Was kann ich erzählen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Ja, Pfefferspray natürlich im 2-on-2 relativ gut, wenn man es denn nutzt. Man sprüht dem einen ins Gesicht und verprügelt den anderen. Das muss ich natürlich sagen, mein Teammate hier war natürlich erstklassig. Der hat genauso wie ich immer, wenn ein Block durchgeht, versucht das Target zu switchen und bei mir mit drauf zu kloppen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wenn ich einem Gegner die klaffende Wunde, also hier Exposed drauf packe von der Axt, mein Teamkamerad auch mehr Schaden an dem Ziel macht. Bin ich fest der Meinung, weil der Debuff auf den Gegner liegt. Aber wer weiß. So, was kann ich noch Schönes erzählen? Weil mit diesem Airdrop habt ihr im Early Game extrem gute Chancen. Weil hier ist eine Body Armor drin. 15% mehr Schaden, also 50% weniger Schaden kriegen, 15% mehr Schaden machen und eine Axt, die beim zweiten Schlag 20% mehr Schaden macht. Ja. Extrem. Richtig bitter. Kann man sehr, sehr gut mitarbeiten am Anfang. Da kriegt ihr die ersten Kills mit und ihr stattet euch mit dem Loot anderer aus. Ihr müsst dann aber auch wirklich straight Attacke gehen. Ja. Am besten Airdrops abfangen, wenn ihr könnt. Das geht mit den neuen Pfeilen relativ gut. Ja, also man kann Airdrops damit eigentlich relativ gut abschießen, weil sie sehr, sehr schnell fliegen. Die neuen Pfeile. Was kann ich noch erzählen? Perks, wir gucken mal. Backpack habt ihr 5 Slots frei, direkt könnt ihr besser mit looten. Instant Airdrop habe ich zurzeit drin, um Sachen wie den Chefkoch sowieso. Wenn ihr keinen Loot von Feinden kriegt, verkauft ihr eure Axt, ruft den Airdrop nochmal und habt aufmunitioniert. Ihr habt eine neue Body Armor, die könnt ihr zu einer großen ausbauen für 30 Funk. Ihr habt neues Pfefferspray, ihr habt neuen Muscle Milk. Ja, könnt damit arbeiten. Deswegen macht Instant Airdrop allgemein sehr viel Sinn. Ja. Und Kannibalismus halt. Finde ich super. Wenn ich einen Kill kriege, kriege ich anstatt 15 HP zurück, was man immer kriegt, 30 HP zurück. Und ich habe volle Stamina. Also gewinne ich meinen Kampf, habe ich mehr Stamina als der Gegner meines Kollegen. Also ich kann immer hinterher rennen dann. Finde ich relativ sinnvoll. Ja.
Und wenn ich wenig Leben habe und meinem Kollegen den Kill absnacke, habe ich wieder 30. Ja, und dann zack, kann man sich um das andere Ziel kümmern. Auch in dieser Runde nicht verkehrt gewesen, also Heilung war hier ja Mangelware. Bis auf das erste, auf die erste Bandage, die mein Kollege mir gedroppt hat, war da nicht viel. Gut. Ach, stimmt. Und ich habe ja den einen mit dem Stein zerlegt. Fand ich gut. So, ja. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. So kann das aussehen, wenn man mit jemandem zockt, der genau weiß, wie man im Duo spielt. Also Duo ist noch eine ganze Ecke was anderes als im Solo. Deswegen versuche ich es ja regelmäßig mit einzubauen. Aber ich habe heute Mittag schon ein paar Runden gespielt. Ich glaube, 12 Stück. Wovon ich alle verloren habe. Aber so richtig. Die ersten mit Lex und danach ging es nur noch steil bergab. Naja, mal mein Gegner tot, mal hat einer disconnected, mal bin ich einfach gestorben. Ich bin tatsächlich mal draufgegangen. Ja, das kommt auch mal vor. Oh, letzte Runde haben wir. Kann ich ja nochmal so erzählen, habe ich mit dem guten Starvi gespielt und wir sind sogar bis in den Endfight gekommen. Aber unsere Pfeilen haben leider nichts genutzt gegen gefühlt 600 mal blind. Da habe ich keine Schnitte gehabt. Gut, egal. Random Team halt. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich bedanke mich. In diesem Sinne. Nicht vergessen, kommentieren und kritisieren. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.